Und da sind wir wieder mit The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Wir befinden uns immer noch in den Ruinen von Warfang, um jetzt den letzten Schlüssel zu holen. Dazu gehen wir wieder auf diese Autobahn. Hui! Und was haben wir denn da? Ich höre etwas. Oh nein, böse Viecher. Böse Viecher, oh mein Gott. Böse... bitte, geht weg. Geht weg. Ich will euch nicht sehen, ich will euch nicht sehen. Oh mein Gott. Ich hab's. Ja, und ich will jetzt hin das Spiel. Mit Furcht. Das kennen wir. Oh yeah. So, jetzt schlage ich dich nochmal kaputt. Und ich hoffe, ihr geht jetzt mal bald kaputt hier. Sirenenschrei. Oh ja, das liebe ich. Das liebe ich. Das finde ich cool. Das finde ich geil. So, jetzt müssten sie doch langsam mal kaputt sein hier. Okay, das ist der letzte. Okay, hier gibt es schon allerlei Sachen. Also erstmal muss ich mit Schatten hier durch. Den drücken wir mal nach unten. Okay, das hat schon mal etwas aktiviert. Dann mit Spyro. Angeblich kann ich ja so. Dann. Okay, hat funktioniert. Super. Auch wenn das nicht sonderlich viel getan hat, oder? Oder tut das noch was? Nee, tut nicht mehr. Okay. Dann hat es sich schon damit erledigt. Aber mit Elektrizität können wir noch was machen. War es das? Ich glaube schon. Alles klärchen. Ah, nein. Spyro hat noch was zu tun. Okay. Hier sind wir einmal durchgefallen. Das gefällt mir aber gar nicht hier. Ich wusste es. Scheiße. Bitte, bitte. Zieh den Hebel, zieh den Hebel. Oh mein Gott, das wird unangenehm. Das wird unangenehm, wenn wir davon zerquetscht werden. Lauf, 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 lauf. Nochmal, nochmal. Runter, 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 runter. Und weiter, weiter, weiter. Okay, geschafft. Wir haben es geschafft. Und... Kristalle für uns. Und wo kommen wir hier wieder raus? Wo sind wir? Dieser Ort kommt mir jetzt alles andere als bekannt vor. Wo sind wir? Ach so, da sind wir. Ja, aber das ist doch weit, weit weg. Wie komme ich denn da hin? Nee, Leute, das könnt ihr doch nicht bringen. Jetzt muss ich praktisch wieder die Autobahn nehmen. Okay. Dann nehmen wir halt jetzt die Autobahn wieder. Jum, jum. So. Dann nehmen wir noch die andere. Na gut. Dann haben wir das auch endlich mal geklärt, wie man die hier am Boden kaputt macht. Ansonsten... Ich glaube, es bringt momentan noch nicht viel, hier irgendwas zu machen. Ich könnte ziehen, aber... Ich will erstmal gucken, was es hier so gibt. Ah, da sehe ich schon, da ist der nächste Schlüssel, beziehungsweise der letzte. Dann geht es endlich auch hier weiter. So, dann haben wir noch diesen Magiekristall um.
Sehr schön. Und wir können eigentlich schon EP wieder ausgeben. Können wir eigentlich mal machen. Elemente. Schatten ist schon auf Stufe 2. Das kann ich nicht zulassen. Halte R2 gedrückt, um einen Schattenumhang zu benutzen. Drücke wiederholt Viereck, um das Tempo zu erhöhen. Lass R2 los, um einen tödlichen Schattenschlag auszuführen. Oh yeah, das hört sich gut an. So, dann ist alles Stufe 3. Ich möchte jetzt mal Furcht hochskillen. Boah, das wird aber viel EP brauchen. Bei Spyro ist noch Erde auf Stufe 2. Hier ist auf Stufe 3. Und wir bringen Feuer mal weiter. Okidoki. Also muss ich doch mich hier hinsetzen. Und... Hahaha. Elektrizität hat schon aufgehört. Schwach. Na gut, dann machen wir das halt nochmal. So, nochmal hoch, 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 hoch. Während der andere zieht. Ha, das ist wohl der größte Schlüssel, den ich jemals gesehen habe. Einmal hier rein. Bäm. Und der Schlüssel wird freigesetzt. Natürlich wird wahrscheinlich wieder irgendein Bossgegner auf uns warten. Dürfte klar sein. Okay, Cinder, loslassen. Na dann. Zeig mal. Wie, jetzt kein Bossgegner? Überrascht mich jetzt. Überrascht mich in der Tat. Ich habe jetzt einen Bossgegner erwartet. Okay, dann hauen wir einfach mal ab. Und tschüss. Dass man so bereitwillig uns halt den Schlüssel überlässt, finde ich nice. Gut, dann setzen wir den noch hier ein. Weg die Drachenstatuen. 4 von 4. So, Ziel erreicht. Öffne die Tore zu den Ruinen von Warfang. Wir kommen näher. Ich weiß, was du denkst, Spyro. Keine Sorge, junger Drache. Wir schaffen es. Ich verstehe das nicht. Melfor ist kurz davor, alles zu zerstören. Und du wirkst so ruhig. Melfor würde keine solche Mühen auf sich nehmen, wenn er sich nicht bedroht fühlt. Aber warum sollte er? In unserer ganzen Geschichte sind nur 2 lila Drachen bekannt. Deine wie auch Melfors Kräfte sind größer, als du dir vorstellen kannst. Er weiß das. Melfor hätte alles erreichen können, stattdessen wählte er das Böse. Und die Welt versank seitdem immer mehr im Chaos. Deine Existenz sorgt wieder für ein Gleichgewicht. Aber die Ahnen dachten, dass Melfor anders wäre. Sie glaubten an ihn und schau, was passiert ist. Melfor bezieht seine Macht aus der Zerstörung. Zerstörung ist das Einzige, was er kennt, Spyro. Warum sollte ich anders sein? Weil ich dich kenne und dein Herz es nicht zuließe. Weil ich glaube, dass du zu Großem berufen bist, ein neues Zeitalter zu begründen, voll Frieden. Und ich wüsste nicht, was Zerstörung dort verloren hätte. Wir sind da. Oh, das hast du aber sehr schön gesagt. Natürlich, das hat wieder irgendwie so her... Ich finde das so Verherrlichung. Das Gute muss immer gut sein. Ich meine, warum kann nicht mal das Böse gut sein?
Naja, wollen wir nicht so viel meckern. Gut ist gut, böse ist böse. Good, good, bad, bad und so weiter und so fort. Also dann, wie geht es denn weiter jetzt? Mann, die haben echt lange Ladezeiten hier. Das ist echt unglaublich manchmal. Mann! Hab dich! Ja! Nimm das! Machi! Oh, mach weiter, Sparks! Ich glaube, es klappt. Hör auf, Sparks. Dafür ist jetzt keine Zeit. Der Zeitpunkt ist nie richtig. Wie lange noch, bis er den Feuergürtel kreuzt? Vielleicht bis Mittag. Vielleicht früher bei diesem Tempo. Spyro, was meinst du? Wie tief ist diese Schlucht? Ich weiß nicht recht. Was hast du vor? Was? Was guckst du so? Hab ich was zwischen den Zähnen? Cinder, du bist ein Genie! Ich hab meine Momente. Ignitus, kannst du es so lange aufhalten, bis wir das Schleusentor öffnen? Wenn wir die Schlucht mit Wasser fluten, wird es vielleicht so langsam, dass wir eine Chance haben. Könnte funktionieren. Hör zu! Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass das Monster aus der Schlucht entkommt. Jede Sekunde zählt. Ihr habt den Drachen gehört. Auf geht's! Wir tun alles, um euch Zeit zu verschaffen. Der Rest liegt bei euch. Der Rest liegt bei euch. Kein Druck machen. Hoffentlich ist es genug. Sparks, halt mal die Klappe, ey. Ansonsten werfe ich dich auf den Grill, ohne Scheiße. In den klassischen Spyro-Spielen gefällt es mir viel besser. Öffnet die Fluttore zum Damm. Und wir werden verfolgt. Oder wie erscheint mir das hier? Wow! Nicht nur verfolgt. So, ich versuche die ein bisschen hier zu verbrennen. Oh, aber das ist nicht leicht hier zu kämpfen, das muss ich sagen. Ich kann sie höchstens mit Flammenangriffen versuchen. Aber die halten schon aus, die halten einiges aus. Oh mein Gott, lass uns mal abhauen kurz. Ich will hier weg. Wie, du kommst da nicht hoch. Was ist das denn? Wo soll ich denn sonst bitte hochkommen? Wollen die etwa, dass ich die besiege? Ich glaube schon. Da benutzen wir mal Elektrizität. Das betäubt die wenigstens auch. Okay. Und eine schöne Elektrokugel. Okay. Das hat ja schon die meisten erledigt. Jetzt benutzen wir noch Cinder. Damit sie auch schön. Damit der Typ da auch schön Angst hat. Und kaputt. Okay, dann hätten wir das erledigt. Jetzt ist nur die Frage. Da komme ich nicht hoch. Nein. Ich muss also einen Weg nach oben suchen. Hier, das sieht schon mal gut aus. Spyro braucht Mana und Leben. Also, solche Luftkämpfe hier sind nicht so das ganz Wahre hier. Dazu sind Gewichte notwendig. Was haben wir denn da? Was versteckt sich denn da so fein? Schatten. Einmal durch. Oh, nice. Noch ein Kristall. Schön, schön, schön.
Ja, ich frage mich nur gerade, wie soll der Plan eigentlich funktionieren? Ich meine, wie sollen die anderen den Zerstörer aufhalten? Damit der nicht aus der Schlucht kommt. Ganz ehrlich, das ist unrealistisch, dieser Plan. An sich geht es nur darum, dass wir hier schnell genug das Schleusentor öffnen. Da ich aber eher so ein ruhiger Typ bin, wird das sowieso nichts. Oh, du sollst ja nicht entlang laufen. So. Wir klettern ja jetzt erstmal hoch. Wir müssen da klettern. Außerdem können wir da nicht jemanden Bescheid sagen, der das dann macht. Ich meine, irgendjemand muss doch hier arbeiten, oder nicht? Wir brauchen Gewichte. Irgendwo muss es Gewichte geben. Und da schon wieder so ein Schattentor. Ah, da haben wir ein Gewicht. Nice. Okay. Oh, oh, oh. Achso, wir können aber noch hochklettern. Okay, ich dachte schon, das wäre jetzt das Ende. Okay, wir müssen da entlang laufen. Oh. Aber ich glaube, wir sind mit zwei Gewichten auf einmal zu schwer. Gehen wir. Ja, gehen wir. Das habe ich vor, aber du bist zu schwer. Lass das erstmal fallen, weil so funktioniert das nicht. Okay. Dann mache ich das so. Und... ja, hat funktioniert. Oh, oder auch nicht. Was war das denn jetzt? Also Sinne war an sich so gut wie drüben, meinte aber dann wieder runterzufallen. Ich könnte natürlich auch das Gewicht ablegen. Ja, das mache ich. Das mache ich jetzt. Oh, komm. Jetzt hackt hier nicht... Warum springen die runter? Verdammt. Bleib da unten. Ich meine da oben. Da oben bleiben. Spyro. Danke. Mein Gott. Dumme KI. So. Dann schwingen wir uns mit Cinder rüber. Und los. Oh, fast. Und jetzt... yes, ist drüber. Ist drüber. Okay. Okay, und weiter. Jetzt müssen wir klettern. Hoffentlich geht das gut. What? Ist er? Leute, also das ist echt behindert. Sorry, da, wenn ich das so sagen muss, aber es ist einfach nur Beschiss, sowas. Das mit der Gewichtssache ist richtig kacke. Ja, jetzt ist wieder Spyro unten gefallen. Und jetzt ist Cinder gerade da... Leute, wenn ihr mich verarschen wollt, dann kann ich das auch selber. Mein Gott, warum springt ihr da alle runter? Das ist doch echt bescheuert. Jetzt kann ich das nämlich nochmal versuchen. Okay. Genau dorthin, wo es nicht hätte passieren sollen. Nein, ach kommt bitte. Das ist doch Tortur, sowas. Das ist Tortur, aber sowas von. Bleibt nicht mal richtig sitzen da. So. Jetzt müssen wir uns beide da nur rüberbringen. So. Sind alle da? Super.
Und jetzt klettern wir mit Spyro. Mein Gott. Okay. Und wo gibt es hier einen Speicherpunkt? Das wäre auch mal nett zu erfahren. Okay. Das hätten wir geschafft. Oh, na toll. Mit euch will ich jetzt gar nichts zu tun haben. Ganz ehrlich. Ich hab's. So, mit dem Sirenenschrei hau ich euch kaputt. Okay. Auch wenn es jede Menge Mana kostet. Aber es haut wenigstens rein. Okay. So. Oh oh, nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Das sammle ich mir jetzt wieder ein bisschen. So, jetzt ist er kaputt. Nein, nicht. Jetzt aber. Oh mein Gott. Ja, jetzt muss das auch noch gezogen werden. Ganz komplexes System. Dann ziehen wir mal. Als würde das jemals so funktionieren. So. Weiter, 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 weiter. Okay. So, eine Schleuse wurde geöffnet. Mir würde jetzt aber langsam echt interessieren, wo die hier einen Speicherpunkt versteckt haben. Ich finde es ja echt interessant, wie gering eigentlich unsere Höhe ist manchmal beim Fliegen. So, was haben die sich hier gedacht? Nichts. Vor allem, wie kriege ich jetzt das Gewicht darüber? Da kriege ich doch niemals Gewichte rüber. Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja, eine sehr nette, doofe Situation. Weil dort gab es keine Gewichte. Ne. Oh, aber hier gibt es ein Kristall. What the fuck? Auch nett zu erfahren. So, Cinder bekommt schön viel Mana. Ja, und ich muss jetzt überlegen, wie ich ein Gewicht darüber bekomme. An sich könnte es darüber funktionieren, ja. Eigentlich schon, eigentlich schon. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Bis dann.